Hi Leute, der N-Smash XD wieder am Drücker und zwar mit meinem Review zur letzten Nintendo Direct, die am 3.3.2016 lief. Und fangen wir doch gleich mit dem ersten Thema an, eines meiner Lieblingsthemen, Star Fox Zero. Ja, Star Fox Zero. Leute, es ist bald soweit. Der Ober-Big-Boss, der Chefentwickler Shigeru Miyamoto hat es uns bestätigt, das Spiel ist endlich fertig. Am 22. April soll das Spiel in den Handel kommen. Es wurde ja das Gerücht verbreitet, dass das Spiel angeblich nochmal verschoben werden sollte. Aber dem ist zum Glück nicht so. Nein, das Spiel ist endlich fertig. Und Leute, ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel endlich in den Händen zu halten. Und ja, es wurde noch ein bisschen was zu dem fertigen Produkt gesagt. Ganz besonders wurde darauf angesprochen, dass es Portale geben wird, die einen starken Einfluss auf den weiteren Routenverlauf haben werden. Generell wird dieses Spiel viele Routenmöglichkeiten haben. Also es wird, keine Ahnung wie viele, aber wahrscheinlich sehr viele Wegmöglichkeiten geben, um ans Ziel zu kommen. Der Ober-Big-Boss, das Ziel ist es ja, zu Andross zu gelangen. Ja, Andross, wieder einmal der große Bösewicht, wie man ihn aus Star Fox kennt. Und ja, also ich muss wirklich sagen, das Spiel sieht, jetzt wo es fertig ist, jetzt wo wir das fertige Produkt vor uns sehen, das Spiel sieht einfach grandios aus. Wirklich kein Vergleich mehr zu dem ersten Trailer, den Nintendo uns gezeigt hat. Da sah das Spiel ja noch, naja. Und ja, ein paar Bossgegner wurden natürlich auch gezeigt, auch zu alternativen Bossen. Und wie ich schon gesagt habe, das Spiel wird sehr viele alternative Routen haben. Und Leute, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich so darauf. Und es wurde jetzt auch wirklich zu 100% bestätigt, dass zwei Spieler gleichzeitig an dem Spiel zocken können. Der eine steuert den A-Wing, während der andere mit Hilfe des Gamepads ja die Laserkanonen bedient. Wie sich das wirklich spielen lassen wird, würde ich ehrlich gesagt gerne austesten. Und natürlich wird das Spiel auch Amiibos unterstützen, beziehungsweise die Fox und Falco Amiibo aus der Smash Bros. Serie. Und wenn man die Fox Amiibo scannt, dann fliegt man den uralten Arwing aus dem allerersten Star Fox Spiel aus der Super Nintendo Ära. Und es wurde noch etwas gezeigt, ein zusätzliches Spiel, was sich Star Fox Guard nennt. Im Spiel bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich schlau geworden. Es ist, denke ich mal, so eine Art Puzzle-Level. Es geht darum, dass Slippys Onkel Grippy, ein sehr interessanter Name, im Weltraum nach Edelmetallen sucht und irgendwie hat es was mit diesem Spiel zu tun. Wirklich, ich hab's nicht ganz verstanden. Jedenfalls werden Star Fox Zero und Star Fox Guard am 22. April 2016 in den Handel kommen. Das Spiel Star Fox Guard wird es allerdings nur, in Anführungszeichen, nur als Download-Version geben im Nintendo eShop. Es wird allerdings auch eine Special-Version geben, in der ist das Spiel Star Fox Zero und Star Fox Guard gleichzeitig enthalten. Und wer mich kennt, ja, der weiß, dass ich mir ganz klar die Special-Version holen werde. Auch wenn mich, ja gut, was heißt Star Fox Guard, dass mich nicht interessieren würde. Ich bin aus dem Spiel noch nicht wirklich schlau geworden. Ich denke, ich werde da genauer erfahren, um was es genau in dem Spiel geht, beziehungsweise wie es funktioniert, wenn ich das Spiel selbst einmal anzocken werde. Oh Leute, Star Fox Zero! Yeah, freu mich drauf! Sorry, ich bin ein Star Fox Fan. Ich bin großer Star Fox Fan und es war höchste Zeit, dass endlich mal ein richtig brandneuer Teil rauskommt. Aber gut, das war's jetzt erstmal mit Star Fox Zero. Es wurden ja noch andere Themen in der Direct gezeigt, darunter sogar Splatoon. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Auch zu Splatoon wurde was gezeigt. Es hieß ja eigentlich, das Spiel wäre jetzt fertig, keine Updates mehr und so weiter, aber Nintendo hält sich genauso wie ich nicht an ihre eigenen Regeln und Versprechungen. Von daher wird es ein weiteres Software-Update geben und dieses Software-Update soll dafür sorgen, dass Ausrüstungseffekte gleichgestellt werden sollen, also dass es etwas fairer zugehen wird. Dann die Spielerzuweisung bei den Rangkämpfen soll, denke ich mal, fairer gestaltet werden, dass es besser angepasst ist. Und zu Splatfest sollen auch noch einige Elemente dazukommen. Da hoffe ich, dass es, dass man jetzt auch mit Freunden mal Splatfest online zusammen zocken kann. Und es wird neue Waffensets geben. Und zwar die empfehlenden Sets von Artie, ja. Also es wird so sein, dass
es eigentlich dieselben Waffen sind, die man schon hat, nur halt total anders zusammengemischt. Also es werden komplett neue Sets sein. So bieten sich nochmal einige, mehrere strategische Möglichkeiten. Und ja, das war's da eigentlich schon. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf dieses Update. Dazu, ja, kommt noch Super Mario Maker. Das wird ebenfalls ein Software-Update bekommen. Und zwar am 9. März. Das bedeutet, es werden wieder neue Elemente dazukommen. Und zwar, wenn man einen Wump-Block schüttelt, dann kommen diese bekannten Säulen, die auf einen zustürmen, beziehungsweise sich ausfahren, die mit Stacheln besetzt sind, welche schon so bei manchen Mario-Spielen schon mal für den einen oder anderen kurzen Schockmoment gesorgt haben. Aber das war noch nicht alles. Wenn man einen P-Switch-Schalter schüttelt, dann entsteht tatsächlich ein Schlüssel. Das war ja auch so ein Element, was man sich schon sehnlichst herbeigewünscht hat. Zu den Schlüsseln natürlich auch die passenden Schlüsseltüren. Und man kann sogar Bossgegnern oder generell Gegnern einen Schlüssel geben. Und wenn man diesen besiegt, ja, dann erhält man den Schlüssel. So lassen sich noch besser Bosskämpfe darstellen, erstellen, in Szene setzen und so weiter. Und es wird auch noch pinke Münzen geben. Und was die bewirken, das ist ganz einfach. Wenn man es schafft, alle Münzen in einem Level zu sammeln, dann entsteht daraus, ja, ein Schlüssel. So hat man also nochmal ordentliche Möglichkeiten, noch weitere Puzzle-Levels besser auszubauen. Und ein Update zur Super Mario 100 Level Challenge, ja, großartige Formulierung, wird es ebenfalls geben. Und zwar wird es einen weiteren Schwierigkeitsgrad geben, obwohl der Schwierigkeitsgrad, den wir momentan schon haben, sowieso schon schwer genug sein dürfte. Und ja, neue Kostüme für die Fragezeichenpilzen wird es ebenfalls geben. Darunter Tetra aus The Legend of Zelda. Wind Waker war das, ja. Dann gibt es noch einen anderen Titel, der mich eigentlich nicht wirklich interessiert, aber ich dachte, ich spreche ihn trotzdem mal an, und zwar Paper Mario Color Splash für die Wii U. Der neueste Ableger der Paper Mario Reihe, ja, wird für die HD-Konsole kommen. Wie gesagt, eigentlich ein Spiel, was mich persönlich weniger interessiert, aber für die Fans, also Paper Mario ist sowieso ein Franchise, was sehr beliebt bei den Fans ist. Da dachte ich mir, ich erwähne ihn trotzdem mal. Und wie der Name schon sagt, wird es um, ja, Farben gehen. Mario und seine Freunde kommen auf der Insel Prisma an. Ja, eine farbenfrohe Insel, welche allerdings nach und nach ihrer Farben beraubt wird. Und da kommt eine Szene in den Trailer, die ich einfach nur seltsam finde, weil ich meine, guckt euch das an, der Toad wird seinen Farben ausgesaugt und Mario steht da, boah, den muss ich aufhalten. Aber erst schaue ich zu, wie der Toad total ausgelutscht wird. Also, man kann da echt sagen, was man will. Ich finde dieses Ziel ehrlich gesagt etwas verstörend. Und wenn man sich das Spiel so betrachtet, da merkt man, dass da schon einige Elemente aus verschiedenen Spielen bzw. Franchises zusammenkommen, wie zum Beispiel hier, dass man Flächen mit Farbe neu bemalt. Das erinnert so ein bisschen an Mickey Epic oder auch so ein paar Dinge aus Paper Mario Stickers. Da kommen auch so einige Erinnerungen wieder hoch. Und diese Szene hier, wie die Gegner hier in Farben zerplatschen, das erinnert auch sehr stark an Splatoon. Also ich habe hier das Gefühl, man hat hier echt einige Dinge aus verschiedenen Franchises zusammengemixt. Und das Spiel Paper Mario Color Splash wird dieses Jahr noch erscheinen. Wann allerdings genau? Keine Ahnung. Was allerdings für mich persönlich mehr interessanter ist, ist die Tatsache, dass mein Nintendo bald endlich starten wird, dieses neue Partnerprogramm von Nintendo, aber mit dem ihr halt noch Punkte sammeln könnt. Aber was für mich noch persönlich wichtiger ist, dass mit dem Start dieses Partnerprogramms, wenn man sich da frisch anmeldet, dann kann man sich kostenlos Flipnote Studio 3D herunterladen. Und ja, die Fans meiner kleinen Flipnote-Serie Team Aura Sturm dürfen sich dann freuen, denn mit dem Start von Flipnote Studio 3D wird es auch endlich wieder mit Team Aura Sturm weitergehen. Neue Abenteuer mit Riolo, Pikachu und Gekkabor, neue Kämpfe, neue verschiedene lustige Szenen, neue große Abenteuer. Es wird also immer wieder spannend werden, mit dem Ziel vor Augen, das beste Erkundungsteam aller Zeiten zu werden. Also ich persönlich freue mich schon wirklich sehr auf Flipnote Studio 3D. Nach mehr als 2 Jahren, nachdem Flipnote Hatena, diese Internetseite, wo man sich Flipnote Studios, die selbst erstellten Filme hochladen konnte, nach über 2 Jahren wird es dann endlich weitergehen. Und Leute, ich kann es zwar nicht versprechen, dass regelmäßig Teile von Team Aura Sturm kommen werden, weil das schon ziemliche Arbeit ist, das zu zeichnen, aber es wird auf jeden Fall weitergehen.
Aber egal, Spaß beiseite. Jetzt kommen wir doch zu einem etwas ernsteren Thema. Ein Thema, was mich persönlich jetzt eher weniger erfreut. Und zwar die Tatsache, dass es exklusiv für New 3DS und New 3DS XL Virtual Download Spiele geben wird. Also Virtual Console Games aus der Super Nintendo Ära. Und das finde ich so bescheuert. Nintendo, warum ausgerechnet exklusiv nur für New 3DS und New 3DS XL? Ich meine, die normalen 3DS-Besitzer, die hätten sich auch über diese Spiele gefreut. Ich meine, Spiele wie Super Mario World, ein Klassiker, der einfach großartig ist. Ich habe es zwar als Originalspiel, also als Cartridge für die Super Nintendo und als Virtual Console Download für Wii bzw. Wii U, aber so für unterwegs wäre es auch richtig super gewesen, genauso wie Super Mario Kart. Jetzt bei den einen oder anderen vielleicht nicht der beliebteste Mario Kart Teil, weil er schon extrem schwer ist, aber es war so ein Spiel, was meine Kindheit geprägt hat. Und dann noch andere tolle Spiele wie Earthbound, habe ich selbst zwar nie gespielt, aber ich denke, für den einen oder anderen dürfte es sehr interessant sein. Dann noch The Legend of Zelda, A Link to the Past, auch ein richtig geniales Spiel. Dann noch Super Metroid und F-Zero und noch einige weitere Klassiker aus der Super Nintendo Ära wie Donkey Kong Country und natürlich auch Donkey Kong Country 2. Wirklich tolle Spiele. Und warum New 3DS und New 3DS XL exklusiv? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Also da habe ich echt kein Verständnis für. Also so nach dem Motto, Leute, wenn ihr die Spiele haben wollt für unterwegs, dann kauft euch New 3DS, fertig. Also, ne, komm, Nintendo, das geht doch echt nicht. Also ich, ne. Also das ist wirklich so ein Punkt, der mich überhaupt nicht zufriedenstellt, also den ich schon regelrecht unfair finde, ganz ehrlich. Also, ne. Aber was wir machen, Nintendo ist halt so. Also Nintendo, ne. Also die haben schon echt so einige komische Dinge gemacht, die einfach irgendwie wo keine Logik dahinter war. Also, naja, egal. Zwar schade drum, aber es ist halt so. Hätte ich mir irgendwann doch noch einen New 3DS zulegen müssen. Naja gut, kommen wir dann zum letzten Thema meines Reviews. Und zwar wurde auch ein brandneues Kirby-Game für den 3DS angekündigt, welches sich nennt Kirby Planet Robobot. Ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt nur wirklich ein einziges Kirby-Spiel gespielt. Das war Kirby und das magische Garn, was ich auch wieder verkauft habe. Einmal durchgespielt und fertig. Und es ist tatsächlich wieder ein Spiel, was mich eigentlich nicht interessiert, aber dieses Spiel bringt trotzdem noch was mit sich, was mich wiederum doch sehr interessiert. Aber es soll auch gesagt sein, dass dieses Spiel auch Amiibos unterstützt. Und je nachdem, welcher Amiibo man einscannt, desto eine andere Fähigkeit bekommt Kirby, wie zum Beispiel mit Mario kommt da Feuerkräfte, oder wenn man die Link-Amiibo einscannt, wird er zu Schwert-Kirby, oder noch ganz interessant, wenn man die Kirby-Amiibo aus der Smash Bros.-Reihe einscannt, dann bekommt Kirby tatsächlich die Moves, die er aus Super Smash Bros. Kennt. Also das ist ja mal richtig geil. Aber apropos, das ist jetzt eigentlich das, worum es hier jetzt wirklich geht, was mich wirklich interessiert, und zwar werden es eigenständige Kirby Amiibos geben, also eine eigene Kirby-Serie für Amiibos. Oh Mann, habe ich das jetzt richtig formuliert? Eine eigene Kirby Amiibo-Serie, so. Das ist besser formuliert. Und ja, klar, ich als Amiibo-Sammler muss diese Amiibos natürlich haben. Und ich freue mich schon wirklich darauf. Ich hab's auch natürlich, es war eigentlich schon klar, dass Nintendo gebrannt neue Amiibos ankündigen wird, weil jetzt die letzten Amiibos, die angekündigt wurden, die kommen ja diesen Monat am 18. raus und da müssen jetzt einfach neue angekündigt werden, weil Amiibos, die haben ja so einen großen Hype, da muss es einfach weitergehen damit. Ich freue mich wirklich drauf. Also das waren jetzt so meine Themen, die mich persönlich sehr angesprochen haben bei der Direct. Und ich hoffe, es waren noch einige Themen dabei, die euch angesprochen haben. Und das war jetzt, ja, das war jetzt eigentlich mein ganzes Review dazu. Ich freue mich wirklich tierisch schon auf das neue Star Fox Game, auf die neuen Updates für Splatoon und Super Mario Maker und die neuen Amiibos, die kommen werden. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was euch an der Direct besonders gefallen hat. Ich werde euch auch noch einen Link mit reinpacken, wo ihr die komplette Direct nochmal ansehen könnt, für diejenigen, die Direct nicht gesehen haben sollten. Das kann es ja auch geben. Und ich würde dann sagen, an dieser Stelle beende ich das Video und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao!